الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد فيا عباد الله. So heiße ich euch willkommen in dieser Khutba und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unsere ganzen guten Taten akzeptiert und unsere Sünden vergibt. Vor allem unser Fasten an Yom al-Ashura, der in dieser Woche war. An dem Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina ging und dort die Juden am Fasten sah. Und als er die Juden am Fasten sah, hat er gefragt, was ist dieser Tag, an dem ihr fastet? Und sie sagten, an dem Tag hat Allah azza wa jal Musa alaihi salam von Pharao errettet. Musa a.s. wurde mit vielen Zeichen nach Pharao geschickt. Mit 9 Zeichen. Und jedes Mal, wenn ein Zeichen kam, eine Plage kam, ein Wunder kam, sagten sie, Ya ayyuha as-sahiru ud'u lana rabbaka innana la muhtadun. O Zauberer, sie sahen den Propheten Musa a.s. nicht als Propheten, sie sahen ihn als Zauberer. Und sagten, hol uns von dieser Plage heraus und wir werden an dir glauben. Und jedes Mal, wenn diese Plage gegangen ist, haben sie es nicht gemacht. Sie haben ihre Worte nicht eingehalten. Und jedes Mal kam ein Wunder und eine Plage. Und trotzdem haben sie es nicht gemacht. Bis dann Allah Azza wa Jal Bani Israel befohlen hat, dass sie auswandern sollen. Als sie dann am Meer ankamen, hatten sie Angst, weil sie hinter sich schon Pharao gesehen haben. Und sie sagten, Inna lamudrakun. Wir werden wahrlich von ihnen vernichtet werden. Sie werden kommen und uns vernichten. Doch Musa a.s. mit Yaqin, Standhaftigkeit, sagte, Kella, nein. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Wahrlich, Allah azza wa jal ist mit mir und er wird mich erretten. Als dann Allah azza wa jal ihm offenbarte, Wadrib bi'asak al-bahr. Und schlage mit deinem Stab das Meer. Hier ein Hinweis. Viele Menschen vergessen und denken, dass sie nur Dua machen möchten, nur Dua machen müssen, damit sie etwas bekommen. Doch Allah hat hier und auch in einem anderen Versen gesagt, Idrib, Schlag. Allah verlangt von uns, dass wir wenigstens das machen, was wir machen können. Auf dahin, nach danach, wird uns Allah helfen. O Musa, tu was du kannst, schlag mit dem Stab, was du wenigstens machen kannst, das Meer. Und als er den Meer schlug, spaltete sich das Meer, bis dann Bani Israel durchgehen konnte. Als dann Pharao auch diesen Weg gehen wollte, hat Allah Azza wa Jal das Meer befohlen, dass es wieder normal wird. Und sie ertranken dort. Hierauf sind die ganzen Soldaten und Pharao mit sich ertrunken. Das soll ein Beispiel sein für die, die nicht mit Allah Azza wa Jal Gesetzen herrschen. Das soll ein Beispiel sein für die, die nicht die Rechtleitung wollen. Das soll ein Beispiel sein für die, die Stolz haben, Hochmut haben. Sogar als Pharao dort im Meer ertranken wollte oder am Ertrinken war, hat er noch versucht, einen Ausweg zu suchen. Er sagte, Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ich glaube an dem Herrn, an dem Musa und Harun glauben. Doch das hat ihm nichts genützt. Meine lieben Geschwister und Brüder, dieser Stolz ist etwas, was uns zerfrisst. Dieser Stolz, dieser Hochmut ist etwas, was ein Muslim nicht haben sollte in seinem Herzen. Es ist eine Krankheit. Und die müssen wir beheilen. Die müssen wir heilen. Als Beispiel gibt es Imam Ghazali. Imam Ghazali, damit er diesen Kibir, diesen Hochmut, diesen Stolz beseitigen konnte, heilen konnte, hat er etwas gemacht. Wir müssen wissen, dass Imam Ghazali ein sehr berühmter Gelehrter war. Und schon in seiner Zeit war er sehr berühmt.
Doch trotzdem hatte er dann bemerkt, dass diese Berühmtheit weggehen muss. Und somit wanderte er durch die Länder. Als er dann einmal in Damaskus war, in Masjid al-Umawi, hatte er dort als ganz einfacher Mensch gelebt. Wenn wir Gelehrten hören, dann müssen wir uns vorstellen, dass er in der Moschee ist, dass er um sich sehr viele Schüler hat. Doch er war nicht so. Er hat in der Toilette sauber gemacht. Er hatte sein Nefs Terbiyah gemacht. Er wollte sich selbst kontrollieren und hat anstatt dort Unterricht zu geben, hat er dort in der Toilette ganz einfach, ohne unbekannt, ohne dass man ihn kennt, dort sauber gemacht. Als dann ein Mann kam und die Gelehrten um eine Frage gestellt hat. Die Gelehrten versammelten sich und wussten nicht die Antwort. Als dann dieser Mann ging, natürlich traurig, weil die Gelehrten keine Antwort gefunden haben, sagte Imam Ghazali, komm mal her bitte. Und er sagte, was ist diese Frage, die du gestellt hast? Und er sagte, die Frage ist so und so. Er sagte, deine Antwort ist so und so. Als dann einer von diesen Gelehrten dann gesehen hat, dass Imam Ghazali denen eine Antwort gegeben hat, rufte der Gelehrte diesen Mann und sagte, was hat dieser Mann gesagt? Und er sagte, er hat mir das gegeben, was ihr mir nicht geben konntet. Er hat mir meine Frage beantwortet. Er sagte, was war diese Antwort? Und er sagte, die Antwort ist so und so. Er sagte, Wallahi, der Gelehrte sagte, Wallahi, das kann nur eine Person sagen, Imam Ghazali. Als die dann diese Gelehrten zu ihm gegangen sind, haben die gefragt, wer bist du? Er sagte, ich bin ein ganz einfacher Diener. Er sagte, nein, ich will deinen Namen wissen. Und dann sagte er, Imam Ghazali. Als sie dann Imam Ghazali gehört haben, haben sich die Gelehrten alle ihre Halaqat, alle ihre Orte, wo sie Unterricht gegeben haben, haben sie verlassen und sind dann zu Imam Ghazali gegangen. Als dann Imam Ghazali wieder um sich Leute hatte, musste er dieses Land auch verlassen. So hat er sich Terbiyah gegeben. Meine lieben Brüder und Geschwister, viele haben diesen Kibir, viele haben diesen Stolz. Aber was mich meistens leidet, was mich meistens schmerzt, traurig macht, ist, dass die Kinder das noch haben. Diese Kinder, obwohl die 8 Jahre alt sind, 5 Jahre alt sind, sehen das an uns, sehen es von uns. Sie nehmen uns als Beispiel und lernen mit 5 Jahren, 8 Jahren schon diesen Hochmut. Wie traurig das ist. Ich sehe das jeden Samstag und Sonntag. Ich sehe das sogar im Haus, dass diese Kinder ich sagen, meins sagen, ich habe sagen. Dieses Ich verfrisst einen. Dieses Ich wird später noch schlimmer sein. Und das müssen wir beachten und das müssen wir heilen, indem wir sagen, das, was du hast, gehört nicht dir, es gehört Allah, aber es ist in deinen Händen. Sogar wenn sie zusammen streiten, dann sage ich, bitte den um Verzeihung. Und er sagt, ich werde es nicht sagen. Und wenn er es dann gesagt hat, sagt der Nächste, ich werde ihm nicht verzeihen. So stark ist dieser Hochmut. Und was, wenn sie größer werden? Daran müssen wir nachdenken. Wir haben unsere Aufgaben leider vergessen. Denn Allah hat gesagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. O ihr, die ihr glaubt, schützt euch selbst und eure Familie vor dem Höllenfeuer. Trotzdem dürfen wir nicht denken, dass wir untergegangen sind. Trotzdem, nur weil die Menschheit, nur weil wir sehr viele sehen, die untergegangen sind, heißt es nicht, dass der Islam, dass die Menschheit wirklich untergegangen ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert in einem Hadith, man qala, halaka an-nas, fahuwa ahlakahum. Wer sagt, dass die Menschen untergegangen sind, so ist er der Erste, der untergegangen ist. Wir müssen diese Hoffnung haben, dass wir es noch schaffen. Auch wenn es 2 oder 4% der Muslime sind, die wirklich praktizieren, die sind es, die den Islam führen werden. Die sind es, die den Islam bis zu Yawm al-Qiyamah führen werden. Und als Beispiel will ich euch eine Geschichte von Sheikh Kishk, rahimahullah, erzählen. Sheikh Kishk, rahimahullah, der in Misr gelebt hat, war eines Tages am Beten. Er hat das Nachtgebet gebetet und nach dem Nachtgebet ist ihm ein Junge gekommen. Dieser Junge sagte, ja Sayyidi, oh mein Herr, ich bin ein Kind, der in der 10. Klasse lernt.
Und mein Vater ist gestorben. Ich bin also ein Waisenkind. Und ich bin gut in der Schule. Doch der Chemielehrer sagte zu mir, wenn du nicht Nachhilfe von mir bekommst und Geld bezahlst, so wirst du verlieren. So wirst du durchfallen. Sheikh Kishk, rahimahullah, sagte ihm, wie viel kostet das? Und er sagte, so viel. Er schaute in seiner Hosentasche und fand kein Geld und sagte, komm mir morgen und ich gebe dir das Geld. Am nächsten Tag, in derselben Zeit, haben sich die beiden getroffen in der Moschee. Und bevor Sheikh Kishk, rahimahullah, das Geld ihm geben wollte, sagte der Junge, der in der 10. Klasse ist, ich will dich eine Fatwa fragen. Ich will dich fragen und du sollst mir die Antwort geben. Ist das, was wir jetzt gerade machen? Also wenn ich das Geld nehme und diesem Lehrer das gebe, ist das nicht Rashwa? Und Sheikh Kishk, rahimahullah, sagte, sag du es mir. Und er sagte, Wallahi, ich werde keinen Weg gehen, der mich zur Hölle führt. Denn Ar-Rashi wal-Murshtashi fin-Nar. Derjenige, der die Rashwa gibt, der etwas gibt, damit du etwas Nützen bekommst, der ist in der Höllenfeuer. Und der es nimmt, ist ebenso auf dem Höllenfeuer. Ich werde nicht diesen Weg eingehen. Und Sheikh Kishk, rahimahullah, war erstaunt von dieser Antwort. Und sagte, Wallahi, es gibt keinen bis jetzt. Und ich bin 48 Jahre alt, sagte er. Es gibt keinen, der mich in al-Yaqinu billah, in die Standhaftigkeit an Glauben Allahs, so belehrt hat wie du. Das ein Kind, der in der 10. Klasse ist. Deswegen, la taqnatu min rahmatillah. Verliert nicht die Hoffnung an Allah Azza wa Jal, denn es wird immer Leute geben, die diesen Islam, die diesen Weg führen werden. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, fa astaghfiruhu yaghfir lakum, fa ya fawza al-mustaghfirin.